Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen. Wir sind auf dem Weg nach Frankfurt und ich sage so, wie es ist. Es gibt einen speziellen Grund, warum ich heute nach Frankfurt fahre. So viel ist gesagt. In genau 23 Minuten fährt mein Zug. Züge fahren gerade nicht wirklich, wie sie wollen. Das ist das Problem. Die fahren, wie sie wollen. Manchmal fahren sie nicht. Ungefähr noch 12 Minuten, Ladies and Gentlemen. Dann sind wir in 10 Minuten, dann sind wir in Frankfurt. Herzlich willkommen in FFM Frankfurt 069. Ich sitze schon im Uber. Es geht jetzt direkt ins Hotel. Ich check nur ein und ich habe schon gecheckt. 11 Minuten entfernt vom Hotel befindet sich eine von diesen zwei Filialen. Aber es ist auf jeden Fall Chipotle. Chipotle? Chipotle? Wie spricht man es aus? Das ist jetzt die Frage. Chipotle, 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 Chipotle. How do you know Chipotle? Chipotle? Thank you, my brother. Have you a nice day. Thank you. Bye-bye. Ich habe eine Reservierung auf Randy Gamble. Ja, R-A-N-D-Y. Ich habe original heute 2 oder 3 Butterbrezen gefrühstückt. Sonst nichts. Wow. This is goddamn nice. The bed is also kind of big. Frankfurt, wow. This is a hell of a beauty. Dieses Zimmer von der Größe ist riesig, aller. Crazy, hier kann jemand sitzen, hier kann jemand sitzen, hier kann jemand sitzen, hier kann jemand liegen, hier kann jemand liegen. Da könnte man zu dritt drin schlafen. Das Wichtigste aber in Hotelzimmern ist für mich, Bathroom geht klar, die Fliesen sind ein bisschen ekelhaft. Diese schwarzen Marmor pack ich auch nicht. Mit Straßenschuhen gehe ich nicht ins Bad, aber... Ist clean, sagen wir es mal so. Ich bin zufrieden. Schrank? Gibt es 2 Schränke jetzt im Hotelzimmer. Durch Frankfurt läuft man immer so eigentlich, gefühlt. Das ist komplett crazy. Also, ich glaube, dass das Chipotle, sich auf jeden Fall im Skyline Plaza befindet. Ich weiß nicht, was das Skyline Plaza ist. Sieht aber aus wie eine Mall. Ich weiß nicht, wie heftig ich da drin filmen kann. Schauen wir mal, was ich da oben schon lese. Könnt ihr es lesen? Boah, in der Mall stinkt. Herzlich willkommen im Skyline Plaza, Ladies and Gentlemen. Ich kann es schon riechen. Ich schwöre euch, ich rieche es. An alle, die das nicht auf dem Schirm haben, Ladies and Gentlemen, ich sage euch ehrlich, ihr habt was verpasst. Was geht? Alles super bei euch? Ja, gut, danke. Sehr schön. Ja, ich hätte gerne einen großen Burrito. Weißen Reis dazu. Schwarze oder helle Bohnen? Schwarze. Mit welchem Fleisch? Was gibt es alles? Auswahl? Hähnchen, Steak, Barbacoa und Canitas. Da nehme ich Barbacoa. So habe ich es immer in New York bestellt, Ladies and Gentlemen. Nee, Tomaten will ich aber. Nee, Käse nicht, nur Guacamole. Aber Sour Cream auch nicht? Sour Cream schon. Guacamole? Yes. Und das Salad. Das kostet der Strike, okay? Kein Problem. Und ein bisschen Salat dazu, ja? Ja. Das du mir essen oder mitnehmen? So mitnehmen. Also um euch ganz kurz das Konzept zu erklären, warum ich das ganze Ding hier drin nicht. Also okay, man darf in dieser Mall nicht filmen, ich hab's ja gesagt. Auf jeden Fall habe ich schon alles gefilmt. Wir sehen uns gleich zu Hause, dann werde ich euch noch ein bisschen das ganze Konzept erklären, während wir diesen Burrito komplett vernichten, Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen! Ist der Jazzy Fizzo. Seht ihr das? Chipotle Mexican Grill. Ich sage euch so, wie es ist. Das hier ist eines der geilsten Sachen überhaupt. Wie ist das Licht? Ist es gut? Passt auf. Lasst euch nicht täuschen. Dieses Ding hier sieht kleiner aus, als es ist. Oh mein Gott, ich freue mich wirklich sehr hart darauf. Es kann auch eine böse Sauerei werden. Schaut, 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 schaut. Ich mache das jetzt eh ein bisschen falsch auf, aber dann könnt ihr es auch ein bisschen besser. So macht man das auf jeden Fall nicht auf. Man macht es eigentlich nur so. Schaut.
nicht. Ey, ich sag so, wie es ist. Ich glaube, die waren in New York etwas größer. Weil ich habe eigentlich einen großen genommen. Der sieht jetzt... Das hatte ich aber in New York auch. In New York sah der auch kleiner aus und dann isst du den und du kommst nicht klar. Guten Appetit. Es sind auf jeden Fall 4 Schritte. Schritt 1, schauen wir mal, ob ich das jetzt hinbekomme. Schritt 1 ist, du suchst dir die Größe aus, will ich jetzt sagen. Das macht aber gar keinen Sinn. Nee, Schritt 1 ist, du suchst dir aus, ob du eine Box willst, eine, weiß was ich, ein Burrito oder ein Taco oder weiß was ich, was es da alles gibt. Ich hab's vergessen. Schritt 2, welchen Reis und sowas du willst. Fleisch, Salsas und am Ende noch, ob du Guacamole und sowas extra möchtest. Ich bestell den Simple. Weißer Reis. Black Beans, Rindfleisch, Hot Salsa, Guacamole, Sour Cream und Cheese. Cheese habe ich aber heute nicht genommen. Weiß ich auch nicht warum. Und ich habe vor 2 Tagen in München bei Pure Burrito gegessen. Und das ist besser. Das ist eine 1:1 Kopie von Chipotle. Das ist besser. Seht ihr das? Damn! Seht ihr das? Wow, oder? Dieser Teig, in Österreich würde man sagen, der ist garchig. Du willst den einfach auf der Zunge liegen haben. Der fühlt sich einfach nice an. Den willst du so reißen, nicht beißen. Wow! Diese ganze Reise nach Frankfurt hat sich nur für diesen Moment gelohnt für mich. Nur dafür. Manchmal muss ich auch wirklich sagen, ich war jetzt so ein bisschen unterwegs. Nürnberg ist ausgefallen und sowas. Das alles. Weil voll viele Leute sagen, boah, du bist so viel unterwegs und so. Ich sag euch ganz ehrlich, ich bin jetzt hier in einem Hotelzimmer in einer anderen Stadt. Es gibt schon Leute, die auf mich warten. Übermorgen, am Samstag, fahre ich nach Köln, ganze Köln-Crew besuchen. Ich weiß nicht, was daran jetzt so stressig ist. Ich sehe das gar nicht als stressig. Ich sehe das eher als fuck Blessing einfach. Dieses Unterwegssein, dieses was erleben. Ich weiß auch nicht, wie so ein Format ankommen würde, aber ihr könnt es mir mal gerne sagen. Aber ja, Leute, ich sag so, wie es ist. Ich bin einfach der Ausblick daraus. 10 von 10. Ich gehe gleich, weiß ich, noch raus, erlebe was heute Abend aufs Konzert. Meine Jungs aus München, die ich, keine Ahnung, seit 7 Jahren kenne, der spielt eine Tour. Bad Chief, der spielt eine Tour. Und ich mache auch gefühlt, ich mache auch meine Tour gerade so. Meine Tour ist noch, ich würde mal sagen, ein bisschen was anderes als seine, aber irgendwann kommen wir da auch noch hin, oder? Geben wir Gas. Das hier check ich gar nicht. Was soll der Schmarrn? Was soll der Schmarrn? Fritz Cola bin ich kein Fan mehr. Guacamole, Tomaten, Rindfleisch, Reis, Salat. Das ist eine der geilsten Bisse, die ich seit langem wieder gemacht habe. Bevor ich nach Köln fahre, werde ich noch einen Burrito nehmen und den zum Frühstück essen. Und auch diese Menge an dieser fettigen Avocado da drin. Das ist eine fucking 10 von 10. Ich denke mal, viele von euch aus Frankfurt haben das schon gegessen, aber haben das nicht so gewertschätzt, wie ich es tue. Warum gibt es Chipotle in Frankfurt schon 13 Jahre und in ganz Deutschland nirgends? Das kann doch nicht sein. Das check ich nicht. Das ist unfair einfach. Gibt es in Frankfurt die größte mexikanische Community oder was? Oder was habe ich verpasst? Macht so ein Ding jetzt in Wien. Mir reicht's. In diesem Sinne, Leute, das Ding ist gleich weg. Ich hoffe, ihr genießt die Weihnachtsvideos. Das ist auch mal jetzt so ein Moment gewesen, wo wir einfach mal so sitzen, reden. Kuss geht raus. Das ist wirklich mal ein Shoutout an euch alle da draußen, die diese Videos schauen. Irgendwie kann ich euch noch nicht sagen, ob dieses Video jetzt jemals im Internet landen wird, weil ich nicht weiß. Ich muss mal im Schnitt schauen so. Es wird das auch das erste Mal. Aber ich denke, dass ich, egal ob es das jetzt wird oder überhaupt, hin und wieder solche Videos machen werde. Finde es irgendwie geil. Einfach die Kamera, ich, besser gesagt ihr und ich. Das war, in New York waren die größer. Die waren größer. Die waren schwerer zu essen. Ich weiß nicht, aber ich kriege oft die Frage, ja, Randy, wo hat es dir am besten gefallen? Und essence-wise einfach Mexiko, muss ich sagen. Tacos und sowas ist mein Ding. Und das hier ist für mich fast-food-wise einfach eine 10 von 10. Ich liebe es. Und es ist auch zu schnell vorbei gewesen. Kuss geht raus. Bis zum nächsten Mal. Oder besser gesagt, bis zum nächsten Frankfurt-Video. Ladies and gentlemen. Zu late. Es hat mit der Style nichts zu tun, wenn du mich fragst. Zu einem kleinen Burger-Vergleich. Wir werden einmal Urban Ranch uns anschauen. Und als zweites der Burger, der mir am meisten empfohlen wurde. So eine Power drin, finde ich. Ich bin mir sicher, dass das nicht... Beiß da jetzt rein.